Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Ins Netz gegangen. Heute wieder mit einem Trainer aus dem Herrenbereich. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Sascha Meth, den Trainer des TSV Schott Mainz. Hallo Sascha. Hallo Xenia und hallo alle Zuhörer. Fangen wir direkt mal mit der jetzt abgelaufenen Saison an. Ihr habt ja wieder den Aufstieg geschafft in die Regionalliga. Nimm uns da doch mal so ein bisschen mit. Wie hast du diesen etwas anderen Aufstieg erlebt und wie habt ihr das eventuell auch gefeiert? Ja. Es war in der Tat ja hinten raus, jetzt im ganzen Jahr 2020 war es ja schon relativ dubios. Die Vorbereitung lief ganz normal, haben sehr intensiv gearbeitet, haben sehr hart gearbeitet. Wenn man ja zu Ende eines abgelaufenen Jahres oben steht, dann möchte man es natürlich nicht freiwillig hergeben. Dann möchte man natürlich auch bis zum Schluss oben um den Aufstieg mitspielen. Entsprechend hart haben wir gearbeitet. Haben auch direkt einen Kracher gehabt mit dem Auswärtserfolg in Kaiserslautern, wo wir dann auch verdient gewonnen hatten, haben das Derby gegen die Hassia gehabt und zu dem Zeitpunkt hat eigentlich noch niemand damit gerechnet, dass so abrupt dann abgebrochen wird. Ja, und dann kam eine Zeit, ja, sagen wir, der Ahnungslosigkeit. Wir waren ja alle, wir haben überhaupt nicht gewusst, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt auch nicht wieder aufwärmen, welche Entscheidung jetzt eine faire gewesen wäre, was uns irgendwo klar war, was auch in vielen Gesprächen mit anderen Trainern, Kollegen immer wieder dann zutage kam, war, dass eine Annullierung eigentlich die einzige Variante gewesen wäre, die total unsportlich gewesen wäre. Man kann nicht 8 Monate in der Saison arbeiten und dann auf einmal sagen, es ist nichts passiert, es ist nichts gewesen. Wir haben aber trotzdem immer wieder versucht, obwohl die Jungs mich auch fast tagtäglich angerufen haben, wie sieht es denn aus, Coach? Wir haben immer versucht, den Ball flach zu halten und auf das zu reagieren, was kommt. Und dann hat sich dann irgendwann ja dann auch abgezeichnet, dass die Quotientenregelung greift und wir dann ja wahrscheinlich dann hochgehen dürfen. Und dann war die Freude auch sehr, sehr groß, vor allem bei den Jungs. Ich habe da so viele ja, junge, talentierte, ambitionierte Spieler bei, die halt eben möglichst hoch spielen möchten. Und da war die Freude immens. Ja, dann haben wir uns ja auch was einfallen lassen mit der kleinen Feier mit Sicherheitsabstand. Haben wir mit Atron ein paar schöne Fotos gemacht. Und ja, und die große offizielle Feier, die wird dann definitiv auch nachgeholt, wenn wir es denn dann dürfen. Logischerweise haben wir jetzt Acht drauf gegeben, dass wir keine Regeln da verletzen im Zuge der Feierlichkeiten. Ja. Ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Transfers getätigt. Ist eure Kaderplanung schon komplett oder kommt da noch was an zu oder abging? Nee, wir sind da durch. Wir sind da durch. Also das war jetzt ein positiver Nebenaspekt der Corona-Zeit. Wir machen es ja innerhalb des Trainerteams auch so, dass wir für die Kaderplanung zuständig sind, also quasi die sportlichen Leiteraufgaben, die bewerkstelligen wir auch im Trainerteam. Und so hatten wir Zeit, uns ja um die Kaderplanung zu bemühen. Und absolute Prio hatte, dass wir lediglich Jungs verpflichten, die hier irgendwo einen Bezug zu Mainz, zu Rheinhessen haben, die einen Bezug zu mir haben. Und da haben wir wirklich mit allen Kräften versucht, eine schlagkräftige oder ja, eine schlagkräftige Mannschaft dann zusammenzustellen, zusammenzubasteln. Und ich denke, das ist uns auch sehr, sehr gut gelungen. Also, wenn man mich jetzt fragt, ich hätte kaum was anders gemacht. Es wären natürlich noch 3, 4 andere Jungs gewesen, die auch hochinteressant für uns waren, mit denen wir auch gerne zusammengearbeitet hätten, klar. Aber grundsätzlich sind wir da wahnsinnig zufrieden. Wir mussten auf viele Gegebenheiten reagieren. Wir mussten reagieren darauf, dass wir eventuell 42 Pflichtspiele haben. Es können eventuell Pokalspiele dazukommen. Das heißt also, mit einem arg begrenzten Budget mussten wir einen relativ großen Kader zusammenbasteln. Ja, und zwar Puzzleteil für Puzzleteil hat sich dann aneinander gefügt. Ja, und in Gänze das Endprodukt, also der Kader, der ist klasse. Jetzt die ersten Trainingseinheiten, wir sind ja schon 2 Wochen jetzt auch dabei, in Mannschaftsstärke dann zu trainieren. Natürlich mit den Regeln, klar, aber dass wir eine offizielle Mannschaftsvorbereitung laufen haben, das macht einen Riesenspaß. Du hast eben das begrenzte Budget schon angesprochen. Regionalliga ist ja auch auf jeden Fall noch ein anderes Kaliber als Oberliga. Habt ihr als Verein, als kleinerer Verein im Vergleich zu anderen Regionalligisten da eine Chance? Wie schätzt du das ein?
Eine Chance hat man immer, sonst bräuchte man ja gar nicht in den Wettkampf einzusteigen. Ja, also wir haben es damals bei unserem ersten Regionalliga-Jahr, haben wir es ja schon gezeigt. Da haben wir sehr, sehr viele Schulterklopfer bekommen, auch zu Recht. Im Endeffekt wäre da noch mal mehr möglich gewesen. Da gab es dann so ein paar Eckdaten, ein paar Vorfälle mit Verletzungen und so weiter, mit Vorsprüngen, die wir nicht über die Zeit retten konnten und. Sonst hätte es im ersten Jahr sogar schon geklappt, eventuell. Jetzt beim zweiten Auftritt wissen viele der Jungs schon, was auf sie zukommt. Wir haben auch in der Kaderplanung entsprechend reagiert. Klar, ist so eine Mammutsaison für die kleineren Vereine eher schwieriger zu bewerkstelligen, klar. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir da wirklich eine Menge Spaß haben werden in der Regionalliga. Von unserem Weg gehen wir eh nicht ab. Ja, wenn wir absteigen, ist es das Normalste von der Welt. Wir wollen ausbilden, wir wollen weiterentwickeln. Und ja, wenn wir da ja, für Furore sorgen, den einen oder anderen Punkt einfahren, das ein oder andere Ergebnis ziehen, dann werden wir am Schluss schauen, was da rauskommt. Und wenn wir drin bleiben, dann wäre es eine Riesensensation. Und wenn wir runtergehen, dann werden wir trotzdem alles vorher investiert haben, um dagegen anzugehen. Und dann werden wir die Jungs entwickeln. Und dann war es sicherlich auch eine schöne Saison. Was bedeutet es für die, ich nenne es mal Fußballstadt Mainz oder auch den Verein schon an sich, einen Regionalligist zu haben? Ihr seid ja der einzige Regionalligist, im Umkreis. Ja, sehr gute Frage. Also da habe ich auch immer wieder in Gesprächen mit befreundeten Kollegen, kommen wir immer wieder darauf zurück. Mich freut es da wahnsinnig, wie dann auch die Region irgendwie an einem Strang zieht. Also das Feedback ist da, ob es jetzt Marienborn ist, ob es Pretzenheim ist, ob es Gau-Odernheim ist, egal mit wem man spricht. Es ist einfach toll, wir haben so viele talentierte Jungs hier in der Region. Und da braucht es einfach einen zweiten Regionalligisten nach 05. Ja, also das denke ich schon, das ist ein Riesengewinn, das ist auch eine Auszeichnung für die ganze Region, die wir arbeiten. Ich meine, alle Vereine, auch die ich eben genannt habe, wir arbeiten im Verhältnis mit arg begrenzten Mitteln, wenn man teilweise in die Pfalz geht, wenn man teilweise nach Hessen geht oder so. Es gibt ganz andere Dimensionen, vor allen Dingen finanzielle Dimensionen, mit denen die Vereine bestückt sind. Und für uns, denke ich wirklich, für die Stadt Mainz, für die Region ist es einfach fantastisch, mit so vielen toll ausgebildeten Jungs, die nicht ganz einen Sprung dann ganz oben in die Profiligen schaffen, dann sich auch auf Regionalliga-Niveau messen zu können. Jetzt haben wir, wie gesagt, nahezu nur Mainzer Jungs. Wir hoffen dadurch auch ein paar Freunde zusätzlich zu uns auf die Anlage zu bekommen, ein paar Familien zu uns auf die Anlage bekommen. Ich meine, wir stehen ja schon jetzt all die Jahre für schönen, ansehnlichen, sauberen, offensiven Fußball. Und da hoffen wir wirklich, ja, dass wir da auch einige Leute ziehen und die entsprechend das dann auch honorieren, was wir leisten, was die Jungs dann leisten. Wie siehst du generell das fußballerische Niveau in Mainz? Es ist ja eigentlich recht gut verteilt, so mit Schott, Regionalliga, Gommersheim, Oberliga, Marienborn etc. Ja, absolut. Ja, habe ich eben ja schon angerissen. Also eine Riesenlanze möchte ich da brechen. Also die arbeiten alle hervorragend, die Jungs. Ja, ob es jetzt Ali und seine Mitstreiter in Marienborn sind, ob es der Timo in Pretzenheim ist, ob es jetzt wirklich Gonsenheim ist, egal wer. Man muss immer, dann darf man auch nicht müde werden, als Mainzer Vereine darauf hinzuweisen. Es ist kein Understatement, sondern es sind reine Tatsachen. Wir arbeiten schon finanziell mit anderen Möglichkeiten, als es viele andere Vereine tun. Ja. Und dafür arbeiten wir hier ganz toll, finde ich. Wir haben jetzt auch so eine gewisse Staffelung da, dass wir jetzt nochmal hoch in der Regionalliga sind. Gonsenheim wird sicherlich wiederum eine Top-Runde in der Oberliga spielen. Marienborn, bin ich mir sicher, wird ganz, ganz oben anklopfen in der Verbandsliga, bin ich überzeugt von. Ich bin überzeugt, um jetzt den Kreis zu schließen, dann nochmal auf Pretzenheim zu kommen, dass der Timo eine klasse Runde spielen wird. Also es macht schon Spaß, hier im Mainzer Umfeld dann im aktiven Bereich sich umzuschauen. Ich denke, da arbeiten wir allesamt schon hervorragend. Wie geht ihr dieses Jahr die Vorbereitung an? Anfang September soll es ja dann losgehen nach aktuellem Stand. Ja, war auch für einen Trainer äußerst kompliziert, weil wir bei der Planung
überhaupt keinen fixen Termine hatten. Also ich wusste nicht, ab wann wir wieder Trainingsspiele machen dürfen. Wir wussten gar nicht so genau, ab wann die Saison startet und, und. Und auch das hat sich jetzt im Laufe der letzten Tage zunehmend konkretisiert. Wir haben heute Nachmittag noch ein Schreiben bekommen, Rahmenterminkalender von der Regionalliga. Wir haben heute Mittag die Info aus dem Innenministerium bekommen, dass jetzt ab Mittwoch wieder 11 gegen 11 erlaubt ist in Rheinland-Pfalz. Also alles brandaktuelle Dinge. Der Saisonstart in der Regionalliga ist jetzt auch festgezurrt ans aufs Wochenende 4., 5., 9., glaube ich, ist das Wochenende. Also wir haben jetzt die Termine und ich habe im Vorfeld zwei Blöcke gemacht. Wir arbeiten jetzt im Juli im Kraftbereich, im athletischen Bereich, in der Arbeit gegen den Ball. Dann machen wir eine Woche Pause Ende Juli, Anfang August. Und dann kommt der Augustblock mit immer zwei Trainingsspielen pro Woche, Mittwoch, Samstag. Und dann denke ich, werden wir auch vernünftig vorbereitet, dann am 4., 5., 9. endlich wieder um Punkt im Ball nachjagen dürfen. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auf eure letzte Regionalliga-Saison. Viele Teams sind ja jetzt ähnlich in der nächsten Saison wie zu eurer letzten Saison. Klar gibt es natürlich immer welche, die abgestiegen sind etc., aber deckt sich ja schon viel. Gab es da irgendwelche Spiele, an die du dich besonders erinnern kannst? Was war damals so dein Highlight? Ja, da gab's dann schon relativ viele. Das war definitiv unser erster Erfolg in der Regionalliga beim FSV Frankfurt. Es war ein Freitagabendspiel, wenn man im Nachgang dann die Bilder gesehen hat. Das war schon, hat man sich selbst ja nicht mehr erkannt, wie die Jungs, wie das Trainerteam dann gejubelt hat. Es war ganz toll, dann der Heimsieg auch in einem Abendspiel, ein Kopfballtor von Eber, damals noch gegen die TuS Koblenz, zu der Zeit eigentlich ein Gegner, der für Schott unerreichbar war. Mittlerweile ist es so, dass wir nochmal Regionalliga spielen dürfen und die TuS noch weiter in der Oberliga spielt. Das war auch ein Highlight, dieses Spiel. Dann gab es natürlich auch viele schöne Momente dann nach der Winterpause, als wir wirklich richtig dran waren, als wir komplett konkurrenzfähig waren. Da haben wir zu Hause, haben wir Hessen-Kassel abgeschossen, kann man schon sagen, wirklich sehr deutlich gewonnen. Da haben wir gegen die Stuttgarter Kickers 4-1 gewonnen. Da gab es wirklich, wirklich tolle Auftritte oder vor über 5000 Zuschauern haben wir damals gegen Saarbrücken gespielt. War auch, hatten wir dann schlussendlich keine Chance, aber trotzdem war es ein tolles Erlebnis. Da ist schon sehr viel hängen geblieben. Das ist schon eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr reizvolle Klasse mit tollen Mannschaften. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Ich habe es eben ja schon angerissen, die nächste Folge ins Netz gegangen wird vorerst mal die letzte sein. Wen hast du denn als Interviewpartner ausgesucht und warum? Ja, zunächst mal schade, dass es nicht weiterführen dürft oder du vielmehr es nicht weiterführen darfst, weil es ja doch sehr, sehr angenehm und sehr spaßig und macht da auch wirklich mal Freude, mal ein bisschen so plaudern zu können. Konnten sich einige Kollegen in den vergangenen Wochen ja auch immer mal wieder äußern, immer in der Atmosphäre, also schade, dass es eingedampft wird. Ja, ich möchte den Ball sehr, sehr gerne dann wieder in den Jugendbereich zurückspielen, weil ich denke, die Coaches im Jugendbereich, die stehen deutlich weniger im Fokus, eigentlich total zu Unrecht, weil die Arbeit halt eben nicht minder wichtig ist, ganz im Gegenteil, als die im aktiven Bereich. Und da passt es umso besser, dass ja jetzt ein Coach im Jugendbereich tätig sein wird, jetzt ab Sommer, der vorher lange Jahre im aktiven Bereich tätig war, nämlich der Jockel Weins. Jemand, der mit Sicherheit eine Menge zu erzählen hat, also prädestiniert für die letzte Folge. Ich glaube, den kannst du 2 Stunden löchern, der kann ja immer Anekdote nach Anekdote erzählen. Und ich finde es einfach spannend, was da passiert. Pretzenheim ist ein überragender Verein, die arbeiten ganz klasse. Und jetzt ist da ein ganz wundervolles Trainerteam entstanden mit dem Jockel, mit dem Linus Wimmer, mit dem Leon Weiner, die jetzt die A-Jugend in Pretzenheim betreuen. Und ich denke, ja, das ist eine absolut mehr als würdige letzte Folge, mit dem Jockel zu plaudern. Dann bin ich mal gespannt, was der Jockel Weins zu erzählen hat. Und vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und natürlich viel Erfolg in der Regionalliga dieses nächstes Jahr. Ja, vielen lieben Dank und auch dir alles Gute und viel Spaß bei der letzten Folge. Dankeschön.